Sie erkennen es sicherlich sofort, es geht auf den Jahrmarkt. Die ganz großen Volksfeste kennt jeder von uns, wie das Münchner Oktoberfest oder der Cannstatter Wasen in Stuttgart. Doch die Massen zieht es auch zu den beinahe unzähligen kleineren Kirmessen und Rummel, wie sie je nach Region genannt werden. Fast 190 Millionen Besuche zählt der Deutsche Schaustellerbund im Jahr. Und dennoch gibt es Sorgen. Es fehlen nämlich die Mitarbeiter. Viele sind in der Corona-Pandemie weggeblieben und bis heute nicht zurückgekehrt. Peter Sonnenberg war mittendrin in Mainz und hat gesehen, wie schwer der Markt mit den fliegenden Geschäften geworden ist. Das Kinderkarussell dreht die letzten Runden für heute. Es geht auf 21 Uhr zu. Wenn die Kinder langsam ins Bett müssen, geht für Schausteller Marco Sottile und seine Mitarbeiter die Arbeit noch mal richtig los. Sie müssen das Karussell heute noch abbauen und zum nächsten Festplatz nach Mainz bringen. Ob der Chef dafür genug Helfer hat, ist jede Woche aufs Neue Glückssache. Nicht nur ich, sondern die ganze Branche klagt darüber, dass die Leute fehlen, dass das Personal fehlt. Und viele Großanlagen sogar schon sagen, wir halten nicht mehr jede Woche eine Veranstaltung, weil wir es einfach nicht umsetzen können. Ja, wir können nicht Montagabend Schluss machen und am Freitag wieder bereit sein. Das funktioniert nicht, weil wir das passende Personal nicht haben. Heute hat er drei Freunde um Hilfe gebeten, die sonst völlig andere Jobs haben. Aber das geht nicht jede Woche. Und die Familie muss ran. Ein paar Meter weiter baut sein Vater ihr zweites Kinderkarussell ab. Aber hast du nochmal nachgeguckt, dass die Schiene raus war, statt mich zu treffen? Aus Personalmangel eins davon zu verkaufen, wäre auch keine Lösung. Die Karussells ernähren vom Opa bis zum Enkel die ganze Familie und erzielen beim Wiederverkauf zurzeit schlechte Preise. Wenn was ist, sagt ihr Bescheid, ne? Also arbeitet Vater Aldo weiter, weil er muss und weil er noch nicht loslassen möchte. Ich bin 72 und ich gehe niemals in die Rente. Ich mache weniger, weil ich habe einen fleißigen Sohn, aber ich bin da. Er muss heute, ne? Er will, er muss. Und wenn wir jetzt hier fertig sind, und dann gehen wir darüber und dann bauen wir da drüben fertig ab, ne? Wir können ja nicht ganz allein lassen, sonst ist er nachher sauer mit seinem Sohn. Auf- und Abbau seien eine sensible Arbeit, die sie nicht den Angestellten alleine überlassen könnten, sagen Vater und Sohn einhellig. So wird es auch heute wieder mal fast Mitternacht, bis sie auf die Straße kommen. Um 9:30 am nächsten Morgen geht es am Mainzer Rheinufer weiter. Und die Personaldecke ist noch ein bisschen dünner geworden. Ein Helfer kann erst mittags. Der Chef kommt ins Schwitzen. Das ist eine absolute Notlösung. Ja, also wir schleppen uns immer von Woche zu Woche und versuchen uns immer so zu organisieren. Aber das ist die Lösung, die nicht funktioniert auf Dauer und auch so keinen Spaß macht. Aber was ist die Lösung? Viele Probleme drücken die Schausteller. Personal, Behördenauflagen, Ersatzteilmangel und alles wird teurer. Die Städte wollen ihre Volksfeste nicht verlieren, können den Schaustellern aber auch keine Arbeitskräfte beschaffen. Deshalb geht in der Branche die Frage um, welche Zukunft Volksfeste noch haben, wenn nicht bald ein paar Probleme gelöst werden. Die Platznachbarn der Sottiles jedenfalls kämpfen alle mit Personalmangel und Kostendruck. Ein Fahrschub kostet nicht umsonst 4,50 Euro. Wir müssen halt gucken, wenn die Kosten steigen, müssen wir auch leider unsere Fahrpreise anziehen. Und das wollen wir wirklich nicht. Wir wollen gucken, dass die Kirmes so lange wie möglich bezahlbar ist für jeden. Aber schon jetzt wird es manchem Besucher schwindelig, weil die Preise hochgegangen sind. Wenn man manche Sachen gerne öfters fahren würde, dass es dann so ein bisschen eine kleine Spaßbremse ist. Aber ich glaube, man merkt es sogar mehr beim Essen und bei den ganzen anderen Aktivitäten. Also weniger bei den Fahrgeschäften. Wir fahren auch nichts. Oh doch, wir fahren vielleicht schon was, aber es gibt immer zwei von uns. Ich bin immer die Sparsame oder haben wir die Großzügigeren? Ja, aber die ganze Atmosphäre verleitet dazu, trotzdem das mitzumachen. Dann wollen wir mal, Ladies and Gentlemen, die Starts und die Motoren. Achtung! Das ist der Moment, wenn sich bei den Schaustellern die Laune aufhält. Also ich mache mir sehr viel Gedanken. Auch wir kriegen immer mehr Auflagen, müssen immer mehr Protokolle führen. Aber wenn ich mir dann so einen Festplatz angucke, sobald das Licht angeht und die Leute da sind, und dann denke ich mir schon, dass es noch viele Jahre weitergeht mit unseren Volksfesten. Machen wir weiter mit dem Wetter. Das fährt ja gerade ziemlich Karussell bei uns, Carsten. Wie geht es denn weiter?
Aber vor allem heute Karussell ziemlich geradlinig, denn es war ein insgesamt grauer, für viele Menschen zumindest grauer, trister und nasser Tag. Es ist nass und es war nass. Und in den letzten 24 Stunden ist einiges an Regen zusammengekommen. Hier im Westen, wo wir diese dunkelblaue Farbe dahinter gelegt haben, mehr als 10 Liter. Der meiste Regen in den letzten 24 Stunden fiel im Bergischen Land in Neunkirchen-Seelscheid mit 37 Litern pro Quadratmeter. Und weil es heute stundenlang regnete, war es auch ein ziemlich kalter Tag. Wir sehen es bei der Temperaturabweichung in Europa. Ganz Mitteleuropa war zu kalt, ungefähr 2 bis 3 Grad kälter als normal. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die blauen Flecken auf der Erdoberfläche weltweit immer seltener zu sehen sind, weil es immer mehr zu warme Gegenden gibt. Und heute hat die Weltorganisation für Meteorologie bekannt gegeben, dass dieser Monat, der Monat Juli 2023, der heißeste Monat seit Messbeginn sein wird und der erste Monat, der 1,5 Grad wärmer sein wird als die Zeitspanne 1850. Bis 1900. Wir schauen aufs Wetter. Da kommen neue Regenwolken. In der Nacht im Norden Schauer, auch zum Teil mit eingelagerten Gewittern. Im Süden, so vom Saarland bis zum Fichtelgebirge, Oberpfälzer Wald, fällt auch weiterhin über die nächsten Stunden Regen. Dazwischen kann es auch mal trocken sein. Und auch morgen verhält sich das Wetter so. In der Südhälfte kommt der Regen an mit einigen Lücken. Im Norden größere Wolkenlücken, auch mal wieder endlich Sonnenschein dabei. Die Temperaturen in der Nacht bleiben relativ weit oben, 13 bis 19 Grad, tagsüber oftmals 20 bis 25 Grad. Am wärmsten wird es zum einen am Bodensee, zum anderen in der Magdeburger Börde mit 27 Grad. Das Wochenende bringt angenehme Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad, aber es bleibt durchwachsen, immer wieder Schauer und Gewitter. Carsten, danke für die Aussichten.